Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy X 2D Perfect Game. Hier immer noch im Kapitel 3 am Anfang für die Kreaturenkreation, beziehungsweise am Anfang der Kreaturenkreation ist ein bisschen verkehrt, ne? Aber ich meine ja am Anfang von Kapitel 3 natürlich. Ja, heute ist mal wieder ein bisschen was zu tun. Guala Salam, Donnersteppe und Bicanel müssen abgearbeitet werden, damit wir das hier in halbwegs vernünftigen Format unterbringen. Ist zwar ziemlich viel, aber ich denke mal, wir schaffen das. Wenn ich Glück habe beim Fangen zumindest. Mal gucken. Und zwar fangen wir an mit Guala Salam. Eine S-Kapsel und die Donnersteppe eine S-Kapsel. So, da haben wir dann hoffentlich das, was wir suchen. Einmal ein Blauling, das ist schon mal richtig. Schön, schön. Ich weiß gar nicht, ob wir was anderes kommen kann, aber im Kapitel 3 ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch. Dann haben wir die Obergehilfin, auch schön. So, ups, das war verkehrt. Ich liebe diesen langsamen Menüs. Nochmal. Und dann nochmal in Guala Salam. Nee, warte, keine S-Kapsel. Keine SP-Kapsel, sondern eine S-Kapsel, so rum. Und da hätte ich jetzt gerne hoffentlich das Richtige. Mal gucken, mal gucken. Ja, Obergehilfe. Hier kann nämlich auch auf jeden Fall was anderes kommen. Ist dann zwar unglücklich, aber man kann es bekommen. So, achso. Dann im Bicanel geht's weiter. Wir können erstmal nicht alles fangen, ne? Wir müssen uns hier das nach und nach abarbeiten. Im Bicanel machen wir erstmal weiter mit den S-Kapseln. Mal gucken, was wir da Schönes fangen. So, und zwar einmal die Todesbiene. Das ist schon mal soweit richtig. Ja. Und nochmal. Und nochmal in Bicanel die S-Kapsel. Sollte vielleicht nach oben lang gehen, ne? Ist ein bisschen kürzer, als hier nach unten durch zu scrollen bis Bicanel. Da haben wir Canis Major. Das heißt, da fehlt noch ein Vogel. Muss ich jetzt halt mit der SP-Kapsel fangen, ne? Wenn man halt zu viele bekommen hat. Was soll's. So, ein Vogel. Und dann ist man soweit erstmal durch. Den mehr können wir nicht mitnehmen. So. Diesen aber schnell durchtrainiert, ne? Man kann ja immer zwei gleichzeitig trainieren, wenn man einfach den Chocobo mit ins Team nimmt, der alles zerstört und dann halt die zwei Viecher, ja, sich durchziehen lassen. Gut, dann sehen wir uns gleich bei den Geschichten. Bis gleich. Ach ja, und wie immer nochmal der Hinweis kurz an der Stelle, was ihr für die nächste Folge braucht. Und zwar braucht ihr da 5 M-Kapseln und eine SP-Kapsel sowie eine L-Kapsel, ne? 7 Monster an der Zahl. Und, ja, ihr seht schon, ich bin schon wieder halb durch, sage ich mal. Ich muss ja noch 2 M-Kapseln irgendwo finden. Vielleicht mal Spiel? Naja, das war nicht sehr nett zu mir bisher. Ja, ja, und ansonsten könntet ihr auch dann noch eine L-Kapsel mehr behalten. Ihr müsst aber nicht, ne? Also, ihr habt ja 8 Plätze frei für Kapseln und 7 Monster, die ihr fangen müsst, ne? Das heißt, ihr könnt theoretisch am besten schon mal 2 L-Kapseln behalten und 5 M-Kapseln und eine SP-Kapsel. Das reicht für die nächste Folge auf jeden Fall und auch schon etwas mehr. Und ansonsten fangen wir jetzt an mit den ersten paar Geschichten und los geht's. Thank you.
Ja, und da haben wir jetzt hier das erst vor kurzem und alle gegründete Team Schwacher Trupp hat die Mazza-Arena betreten. Bekommt man eben, wenn man diese ganzen Gehilfen und Sklaven und Obergehilfen und Hinnen, also auch die weiblichen Versionen, gefangen und wieder freigelassen hat, dann schaltet man sowas hier frei. Oh.
Ja, damals die neue Gruppe freigeschalten, wieder mal. Nach einer langen, ziellosen Reise, Archenlegende hat die Monster Arena betreten. Ja, wurde auch mal Zeit, ne? Ja, der Chindra hat das einfach ausgesetzt, das arme Wölfchen, ne? Gemeine. Ja, jetzt müssen wir noch was Nerviges machen zum Schluss der Folge. Und zwar fangen wir jetzt im Bikanell noch schnell ein L-Monster. So. Und nun ja. Das ist nervig. Und das werdet ihr auch gleich verstehen, warum. Ich muss es halt nur schnell durchtrainieren und dann sehen wir uns gleich bei der Kirche wieder. Dementsprechend wieder bis gleich. Ja, dann haben wir jetzt nochmal ein kleines Minispiel, könnte man es nennen.
nennt sich Trainingstortur und dazu folgendes. Der Trainer wirft 20 Bälle in deine Richtung. Fange sie mit X oder weiche ihn mit Kreis aus. Fängst du einen Ball, erhältst du entsprechend viele Punkte. Berührst du einen stacheligen Ball, fällt deine Punktzahl wieder auf 0, also Vorsicht. Erspiele dir durch Kombination eine hohe Punktzahl und heimse eine Belohnung ein. Dazu folgendes. Wenn ihr da keinen Bock habt, das perfekt zu machen, lasst es sein. Denn ihr bekommt selbst bei der besten Belohnung nur ein Allheilmittel. Ne? Und ansonsten, je nachdem wie viele Punkte ihr habt, eben eine Potion oder eine Heilpotion. Ab 5000 Punkte das Allheilmittel. Da gibt es verschiedene Bälle. Die werden einem, glaube ich, hier nochmal gleich angezeigt. Genau. Und da haben wir eben, die müsst ihr euch jetzt ungefähr merken, ne? Im Prinzip könnt ihr euch dann einfach nur den stacheligen Ball, der bleibt ja immer gleich, das ist halt ein stacheliger Ball. Dann habt ihr einmal die 5 Punkte, da habt ihr eine Kombinationsboni-Karte sozusagen drauf. Karte macht keinen Sinn, aber ihr bekommt da einen Bonus drauf. Und zwar bei den 5er-Bällen ist es so, wenn ihr einen fangt, kriegt ihr 5 Punkte. Wenn ihr den zweiten Ball fangt, jetzt hab ich's, bekommt ihr 50 Punkte extra. Wenn ihr den dritten Ball fangt, 50 Punkte extra. So, sobald ihr aber mindestens 4 Bälle davon gefangen habt, bekommt ihr für jeden Ball eine Punktzahlverdopplung. Das heißt, jetzt habe ich meinen Controller aus der Hand fallen lassen. wenn ihr sozusagen den vierten Ball fangt, habt ihr dann nicht mehr 100, sondern 200 Punkte. Wenn ihr den fünften fangt, dann 400. Wenn ihr den sechsten fangt, dann 800 und so weiter und so fort. Das heißt, ihr verdoppelt immer wieder. Ne? Also ist schon mal ziemlich nice. Der 10er Ball hat keine Kombo-Punkte drauf und der 20er Ball hat ebenfalls Kombo drauf. Und zwar bei einer 2er-Kombo macht ihr 100 Punkte extra. Und sobald ihr eine 3er-Kombo macht, kriegt ihr 1100 Punkte dazu. Und das immer weiterführend. Also beim vierten Ball wieder 1100, beim fünften Ball wieder 1100 und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich mal kurz meinen Controller aufgehoben. Ja. Ansonsten allen anderen ausweichen. Ich habe da folgenden Vorschlag mir erarbeitet. Man fängt erstmal alles, außer eben den Stachelball am Anfang. Und wenn man den Fünfer bekommt, fängt man eben weiter Fünferbälle, außer man hat eben dann noch keine Dreier-Kombo erreicht, weil erst ab dann lohnt sich's ja. Ne? Nach dem Dreier kommt da schon die Punktzahlverdopplung. Ansonsten fangt ihr einfach nur 20er-Bälle. Dem Rest einfach ausweichen, ihr fangt nur die 20er-Bälle. So, muss ich mir also merken, 5er-Bälle ist der rot-weiße und 20er ist eben der braune. Allem anderen weiche ich im Prinzip aus. Außer jetzt am Anfang, ne? Ihr werdet aber gleich sehen, das ist gar nicht mal so einfach. Da das komplett random ist. Und ich mich erstmal wieder dran gewöhnen muss. Gott, das meine ich. Hätte ich fangen müssen, okay. Hätte ich auch fangen müssen, ich bin gerade echt zu langsam. Ich bin gerade echt zu langsam. Viel zu langsam. Was zur Hölle? Hätte ich fangen müssen, egal. Ah, egal. Ja, jetzt habe ich 0 Punkte gemacht natürlich, weil ich den letzten Ball nochmal gefangen habe. Und ihr seht schon, das ist echt nicht mal so einfach. Man hat zwar ziemlich viel Zeit, aber ich bin heute langsam, glaube ich, im Kopf. Das Problem ist an der Sache, die Bälle ändern sich. Ich muss zum Beispiel den blauen Blitzball, den normalen Blitzball fangen und den rot-weißen Stachelball, aber halt mit anderen Zuordnungen. Das heißt, okay, rot-weiß ist mehr, blau ist 5er. Gut, war egal. Nein, verdrückt. Naja, wird auch wieder nichts. War jetzt aber auch unlucky, weil er keine rot-weißen gebracht hat. Das meine ich halt, es ist sehr, sehr, sehr random.
hätte es, selbst wenn ich alles richtig gemacht hätte, glaube ich, 4000 Punkte gehabt. Und naja, kann man nichts machen. Problem ist halt, man muss halt auf 5000 Punkte kommen. Und wie gesagt, das ist halt einfach bloß Zufall. Okay, braun oder blau? Also blau-weiß, braun oder blau-weiß? Ja, da habe ich gepennt. Ja, da habe ich wieder gepennt. Jetzt habe ich... Oh mein Gott. Kann man es eigentlich abbrechen? Ich weiß es gerade gar nicht. Überspringen kann man es, aber... Naja. Was wenn ich ab überspringen dann wirklich... das Ganze weiterführt danach. Ja, jetzt hätte ich schon dreimal den blauen fangen können. Das ist halt das Ärgerliche dann. Jetzt sieht man auch Punkte verdoppelt, ne? Damit er versteht, wie es funktioniert einfach. Aber hätte halt die Weißen fangen müssen. Weiß man aber leider vorher nicht. Na egal. Ist auf jeden Fall wieder zu wenig. Blöd ist halt auch, dass der immer unterschiedliche Zeiten hat. Deswegen ist es auch wieder so ein dummes Reaktionsspiel. Auch wenn es nicht wirklich schwer ist, wie gesagt. Es ist mehr Glück als Verstand. Also braun oder... Also so wie beim ersten Mal. Braun oder rot-weiß. Ja. Beim ersten Mal krieg ich es nie geschissen. Ja, beim zweiten auch nicht. Ja, und damit ist der Kombinationsbonus übrigens auch hin, wenn man getroffen wird. Aber wenn er halt nur Stachelbälle bringt, kann man es eh knicken. 20 Bälle ist halt echt knapp bemessen, muss man dazu sagen. Und ja, wenn man auf Kombos aus ist, ist das manchmal sehr frustrierend, weil man einfach nur 10 Bälle am Stück ausweichen muss. Es ist halt wirklich luck-based. Man muss es halt einfach sagen, deswegen... Ich schneide das jetzt mal kurz zusammen, ne? Also ich sage jetzt mal nichts mehr und dann seht ihr gleich einfach das Ende, wo es funktioniert hat. Bis gleich. Gott, ey. Und jetzt seht ihr schon, es hat jetzt funktioniert. Ich habe jetzt über 5000 Punkte, das reicht mir völlig aus. Ich drücke jetzt nur noch Kreis, bis die Runde vorbei ist, um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass ich hier noch so einen Stachelball aus Versehen fange. Also wie gesagt, ist nicht wirklich schwer, man braucht bloß ein bisschen Glück. Ich hätte jetzt hier auch locker wahrscheinlich 7000, 8000 Punkte geschafft, aber das Risiko muss man nicht eingehen. Es gibt eh nicht mehr als bei 5000 Punkten. Deswegen lassen wir das ab 5000 und da gibt es eben dann die beste Belohnung. Das sagt er übrigens immer. Also inakzeptable Punktzahl sagt er immer. Ich habe es extra recherchiert gehabt. Es gibt nichts Besseres. Ne? Also er... Das ist halt... Ich verstehe es auch nicht. Man könnte natürlich... Ich hätte... Weiß gar nicht. Ich hätte ja schon mal vermutet, dass es nochmal irgendwo eine Belohnungsstufe gibt. Aber das wäre dann irgendwann, glaube ich, so schwer, dass es auch unwahrscheinlich ist. Aber wie gesagt, ich hatte mal geschaut. Ich glaube, Leute haben das schon bis 10.000 probiert. Da kommt dann auch nichts mehr. Also, ne? Könnt ihr euch schenken. Wie gesagt. Ja, und damit wären wir heute mal wieder am Ende, ne? Also, haben heute gut was geschafft, auch wenn es mal wieder etwas, gerade das Minispiel ist halt nervig, so zwischendurch. Aber naja, war ja halb so schlimm. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den letzten drei Gebieten, die ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, deswegen gucke ich kurz nach. Das ist genau genommen Bivel, Stille Ebene und Xehanort. Na, da müssen wir noch einiges fangen und durchgehen. Aber, wie gesagt, mit den paar Kapseln, die wir da brauchen, sind wir dann... ruckzuck auch schon fertig mit Kreaturenkreation. Endlich. Waren ja dann nur, ich glaube, 6 Folgen oder so. Ja, nützt ja nichts. Und dann gibt es noch eine kurze Kontrolle in der nächsten Folge, ob wir wirklich alles haben. Und dann machen wir endlich wieder Story, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.
finally found you. Is that really you? It is me, Shuyin.